Noch immer steht nicht fest, wo nun eigentlich das DFB-Pokal Erdrundenspiel zwischen Attersberg, Horst und Werder Bremen stattfinden soll. Für diejenigen, die noch nicht so ganz genau wissen, worum es da eigentlich geht, in der Auslosung zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde hat Attersberg Horst mit Werder Bremen das ganz große losgezogen und nun stellt sich die Frage, wo spielt man? Das Dermhorster Stadion an der Düsseldorf-Straße ist mit seinem Fassungsvermögen von 5.999 Leuten für ein Rückspiel definitiv ungeeignet. Man würde sogar noch nicht mal die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison bekommen. Eine Auswahlmöglichkeit wäre normalerweise das Marschwegstadion in Oldenburg gewesen, aber das fällt derzeit ebenfalls flach, da es saniert wird. Verbleibt also als einzige wirkliche, vernünftige Lösung das Bremer Weserstadion. Aber die Statuten des DFB besagen halt, dass ein Heimrechttausch im DFB-Pokal ausgeschlossen sei. Atlas hat aber die Möglichkeit, diese Statuten zu umgehen, indem man das Weserstadion für dieses eine Spiel anmietet, indem man also für dieses eine Spiel im Weserstadion das Heimrecht hätte. Dazu muss man natürlich einen Mietvertrag mit der Bremer Weserstadion GmbH abschließen. Die hat bereits signalisiert, dass man dem SV Atlas Delmenhorst helfen würde. Werder Bremen wäre ebenfalls bereit, Atlas damit zu helfen. Ich denke mal, das würde eine Gewinnteilung von 50-50 kommen. Da würde man sich auf jeden Fall finanziell gut einigen. Also Atlas würde so viel Geld einnehmen, wie seit der Vereinsgründung 2012 nicht mehr. Und man würde sich auf jeden Fall einigen. Nun verbleibt es aber halt abzuwarten, was der DFB sagt. Ich habe gerade eben auf deichstube.de gelesen und da heißt es, der DFB berät diesbezüglich, sodass also kurzfristig eine Lösung anstehen wird. Also spätestens am Montag werden wir Bescheid wissen, wo denn nun das Spiel stattfinden wird. Das Weserstadion wäre wirklich die einzig echte vernünftige Lösung für dieses Spiel. Es wäre wirklich für eine ganze Region, für Werder Bremen, nicht nur für Werder Bremen, für Delmenhorst, für das gesamte Land, für die gesamte Region wäre das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Es sind noch weitere Stadien genannt worden. Ich habe gehört, Hamburg, Hannover, Osnabrück, Wilhelmshaven. Das wäre aber totaler Quatsch gewesen, weil da wäre das wirklich für beide Mannschaften ein Auswärtsspiel. Es sieht also gut aus, dass das Spiel wirklich im Weserstadion stattfinden kann. Wie schon gesagt, Atlas würde das Stadion dann anmieten. Und ich denke mal, das wäre wirklich für eine ganze Region ein toller Fußballtag. Ich werde mich wieder am Montag, wenn ich dann mehr weiß, wie denn nun die Entscheidung aussieht. Bis dann, euch ein schönes Wochenende. Ciao.